Rotards verbotene Lande. Eine Lava-Welt, obviously die letzte, so wie ihr es hier auch seht, die längste. Und damit, hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Kirby und das vergessene Land. Ihr wisst Bescheid. Ja. Ich kann mir vorstellen, ganz da oben auf der Spitze wartet der Endboss oder so. Und das hier vorne ist alles nur so, sind einfach nur Level. Ich stelle es mir auf jeden Fall sehr anspruchsvoll vor. Und ich würde sagen, wir starten direkt in die verbotenen Feuerlande rein. Let's go! Ich soll dir nicht so rumschreien, ich weiß. Ich schau mir mal die Lava an. Lava ist ja sehr wichtig. Die zum Beispiel aus Metroid Dread sieht aus wie Himbeerwackelpudding. Naja. Kann ja mal passieren. Was haben wir denn hier für Achievements? 4 Waddle Dees, ja, ja. Ich hoffe, die Rätsel werden nicht... Oh. Das Feuer macht Schaden. Das hätte ich vielleicht wissen können. Lava ist Instant Death? I don't know. Ich ging erstmal heil. Erstmal schön die Heilung gadden. Oh mein Gott. Was geht hier ab? Down, du da oben. Ich kann dich gar nicht bekämpfen. Okay. Ha! Was? Besiege 2. Oh, das ist sogar ein Achievement. Ja, lol. Okay. Ja. Oh mein, was? Oh, Wetten in der Kiste da hinten. Ich will reingucken. Nee, ist nichts Spannendes. Okay, hätte aber sein können. Weil immer wenn was kaputt geht und wo man schnell sein kann und man noch was bekommen könnte. Wie zum Beispiel jetzt hier hinten. Die Gegner sind mir völlig egal. Gibt's immer noch was zu holen. Hier zum Beispiel ein... Ich habe keine Ahnung, was das ist. Oh, das geht auch runter. Okay. Da ist ein spähender Fluffy. Ich habe keine Ahnung, wie die heißt. Cleffy. Yo, beruhigt euch. Alles gut. Ist doch okay. Wir sind doch Freunde. Was? Das ist ein Achievement. Oh, ich find's gut, wenn wir direkt mit schon... Ja, Achievements direkt hier rein starten. OMG. Nein, nein. No, 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 no. No, 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 no. Hier könnte was drin sein. Ja, ein Chart. Oh, ich sag's euch, in diesen ganzen Dingern sind Charts drin, ne? Wie viel fehlen uns noch? Einer. Please. Ja! Das ist ein Waddle Dee, das ist ein Waddle Dee. Ja. Okay, dieses ganze Einbrechen und Stress machen, fühle ich. Ihr wisst Bescheid. Ich mag sowas, wenn Spiele es schaffen, mich durch einfach durch psychische Beeinflussung dazu zu bringen, dass ich mich beeile und vielleicht auch Sachen übersehe und das Level zweimal spielen muss. So hat man halt mehr, mehr so Spielzeit. Ich kann mir vorstellen, dass Lava instant tot ist, deswegen berühre ich Lava jetzt einfach mal nicht. In Mario ist es instant death, warum nicht auch hier? Nein, 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 nein. Nö, 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 nö. Was ist hier drin? Ach, einfach nur so ein Verweilpunkt, okay. Oh, ich will mich trotzdem hier mal... Er respawnt. Okay, ich lebe noch. No! Einen Waddle Dee haben wir. Den zweiten. Warum ist hier nochmal ein Bohrer-Item? Ah. Falls wir es, verlieren sollten, dass wir sie wieder bekommen. Down, würde ich sagen. Ich will hier schon. Oh, der da hinten. Ne, da ist auch nichts drin. Was hier? Das sieht besonders hart aus. Zwei Karotten. Die nehme ich doch gern mit. Hier, sag mal. Ein bisschen gesund ernähren. Oh
komme ich da hoch? Wie komme ich da hoch? Jetzt geht's aber los. Hä? Ich war... Ja, ich hab's gesehen. Nein, nein, nein. Oh Gott. Lauf, spring, hüpfen, hüpfen. Geld. Hüpfen, hüpfen. Vielleicht doch hier irgendwie hoch oder so? Nee. Ich weiß nicht, wie ich da hinten hochkomme. Vielleicht hier. Ich hoffe, man kommt da oben nochmal hin. Ich wüsste sonst nicht wie. Nee. Oh Gott. Ich mache eine Attacke. Ich werde getroffen. Finde ich cool. Hier einen Berger. Da oben. Wie komme ich da hoch? Ich möchte eine Erklärung haben. Ich komme da nicht hoch. Ah, okay. Ich dachte schon. Bis jetzt ist das Level eher verwirrend als, ich würde sagen, spaßig. Geh doch runter! Nein! Nein! Ey, wenn da hinten jetzt irgendwas Wichtiges war... Ey, wenn da hinten irgendwas Wichtiges war, ich sag's euch. Dann ist das so unfair vom Timing her. Hallo! Ich hab doch gar nicht B gedrückt, Mann! Wow, nur Geld. Interessiert mich nicht. Oh Mann, hör doch auf damit, Spiel, bitte. Wenn du es schon machst, dann mach es fair. Wollen wir wetten, da hinten ist auch einer. Der geht jetzt gerade in die Lava. Nein. Ah, es ist überall welche. Yo, kein Problem. Ja, mach mir... Nein! Ey, ich... Dieses... ab und zu, weißt du... Ja, verlierst halt dein Item, wenn du getroffen wirst. Und dann dieses ab und zu... Nee, jetzt behältst du es. Du kannst, das ist ein Kritikpunkt. Das ist ein Kritikpunkt, den möchte ich jetzt äußern. Du kannst nie sagen, ob du jetzt dein Item verlierst oder es behältst. So, manchmal behältst du es, manchmal verlierst du es, du weißt es nicht. Das Spiel gibt dir keinen Indikator dafür. Das ist was, das finde ich schade. Da hätte man echt, also... Das hätte man klarer regeln müssen, finde ich. Also, wenn ich getroffen werde, verliere ich es ab und zu, dann wieder nicht und... Ist halt einfach blöd gelöst. Das ist mein Kritikpunkt an dem Spiel. Bringt mir Wasser irgendwas? Ich kann damit keine Lava löschen. Das macht keinen Sinn. Natürlich macht das Sinn, hä? Ach so, okay. Hier könnte ich mich jetzt erneut vollstopfen. Brauche ich aber nicht. Ich muss fast sein, oder? Hallo? An eurer Stelle würde ich weggehen. Nein! Boah, bist du ein Drecksspiel.
sind auch keine Lava. Ich soll 7 Lavakugeln zerstören und bekomme das Wasser-Item erst am Schluss. Ja. Ja. Die geheime Passage. Mit solchen Sachen schafft das Spiel bei mir halt mega zu punkten in Sachen Kritik. Ja, du hättest mal schneller sein können mit deinem fetten Wasserballon. Aber gleichzeitig musst du ja noch das andere Achievement machen. Dann spiel das Level halt einfach dreimal, weil du so dumm bist. Sowas regt mich total auf. Ich habe halt auch legit keine Lust, das jetzt zu machen. Ich muss es machen. Ich schneid's euch, aber trotzdem. Also, wenn ihr euch hier irgendwie langbohrt, genau so, dann kommt ihr nach... Okay, hier hinten einmal unten durchbohren. Und hier oben ist die geheime Passage, die man finden kann. Und auch ein Waddle Dee. Oder auch nicht. Ich frage mich, wie lange ich jetzt für diese Passage brauche. Mal schauen, mir wird gesagt, hier in dieser Passage kann ich ab hier 7 Wasserdinger. Das sind nicht mal ansatzweise 7. Jo, okay. Erstens sind das nicht 7. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. An der Stelle lasse ich das Ganze. Wir sehen uns jetzt gleich wieder. Ja, also, nee, vergesst es. Vergesst es, ich mache das nicht. Ich habe die geheime Passage im Internet suchen müssen. Habe sie selber nicht gefunden. Und, tja, dann haben wir jetzt halt nicht alle. Nicht so schlimm, ich hole die irgendwann off-cam nach. Und also off-cam. Wenn ich irgendwann mal Lust habe vorm Endboss, schneide ich sie euch hin. Und wenn ich keine Lust habe, dann halt nicht. So, fertig. Ich zwinge mich hier nicht dazu, meinen Spielspaß zu einem Spiel Horror zu machen, nur weil ich sage, ich mache das auf 100%. Marsch auf der Inferno-Straße ist das nächste. 5 Waddle Dees zu befreien, wir starten rein. Ich denke gar nicht über das andere Level nach. Let's go! Ach, das sieht aber schön aus. Ich will erstmal ihn hier. Du bist ein Typ mit Bumerang. Ich würde mich trotzdem gerne mal hier unten ein bisschen umschauen. Okay, kaputt machen kann ich die nicht. So. Okay. Dass ich da nicht getroffen wurde, ist aber auch ein Wunder. Natürlich habe ich den nicht getroffen. Aber ich bleib, noch bin ich entspannt. Ihr glaubt es nicht, aber ich bin, noch ist okay. Noch bin ich nicht so weit, dass ich sag, ich mache wieder eine Pause von 20 Tagen. Wie komme ich hier rein? Keine Ahnung. Jetzt zum Beispiel verliere ich's. Okay, Lava tötet nicht instant. Gut zu wissen. Jo, ist okay. Wir sind soweit.
Wir sind soweit. Wir sind soweit. Ich bin Twisted Shroud. Ist meine Aufnahme gerade abgestürzt? Da steht einfach nur eine Sekunde. Wenn die jetzt kaputt ist. Ich guck grad, ob der Monitor kaputt ist, weil der Controller gegen den Monitor abgeprallt ist. Ja, dann. Geld haben wir eh genug, von dem her. Geht es hier rein, genau. So, was ist denn? Also, den Abschnitt abschließen soll. Waddle Dee ist hier. Wie bekomme ich den? Aha, in der Ecke von dem Gebäude. Ich sag's euch, wenn nachher jetzt die Aufnahme abgestürzt ist. Weil da steht permanent einfach nur eine Sekunde. Sonst steht da eben gar nichts. Wenn die Aufnahme abgestürzt ist, sollte ich das alles nochmal von vorne aufnehmen. Dann wird es nach dem vierten wahrscheinlich keine Folge mehr geben, erstmal. Dann brauche ich eine. Jetzt stirb doch, du hässliches Viech, Mann. Würde es erstmal eine Pause geben. Bin ich einfach drüber. Was ist denn hier weniger Geld? Stirb. An den Kanonen laufe ich einfach vorbei. Hier oben in der Ecke. Steht hier, geht's nach links zum Waddle Dee. So viel dazu. Ah, doch, okay. Ich habe nichts gesagt, ist okay. Erster Waddle Dee haben wir. So, zweiter Waddle Dee. Okay. Holt ihr Spezial Ice Power? Okay. Also, wenn es irgendwo Ice Power gibt, nehme ich Ice Power mit, ist okay. Will ich nach da unten? Ich weiß es nicht. Nee, von da kamen wir, nicht wahr? Alles zusammen. Ich stelle mich trotzdem dumm an. Spring! Ey. Wenn ihr im einfachen Modus schon fast tot seid. Tot. Bitte steh nie wieder in deinem Leben auf. Mir wird gesagt, ich brauche die Eisbär Power, deswegen nehme ich die mit. Ja, warte mal. Wir haben da unten ja noch was gesehen hier. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt, aber ich habe es gesehen. Okay. Ah, das war sogar ein Achievement. Hier komme ich aber nicht weiter. Vielleicht schaffe ich es ja, hier rumzufliegen. Ja, schaffe ich. Perfekt. Ja, perfekt ist an dem Spiel gerade nichts, aber wir gehen weiter. Zu Beginn des zweiten Abschnitts holt ihr euch das Eisbauer. Gleitet damit über die Lava bis aufs Gebäude. Natürlich, ich gleite über Lava. Frage, wie? Achso, ich kann einfach auch laufen. Okay. Das macht überhaupt keinen Sinn, aber es ist okay. Dann springt ihr auf die Blöcke und nach unten tätig zu gelangen. Ah ja. Okay. Ich verstehe nicht mal die Anleitung hier. Okay, das ist ein Zeitlimit, das ist irgendein Secret-Raum. Die Heilung nehme ich mit, ich will nämlich nicht sterben. Weil, ihr wisst ja mittlerweile Bescheid, ich bin sehr schlecht in dem Game. Keine Ahnung, bin ich unten drunter? Ja, perfekt. Ein Sammel-Item nehmen wir mit. Sagt euch, ich brauche nach der Folge wieder eine Pause von mindestens einer Woche. Ja, wir müssen da hoch. Also, dass ihr mit Eis über Lava laufen könnt, bitte versucht es nicht. Bitte. Es funktioniert nicht. Kann den Schneemann einfrieren.
muss ich denn hin? Ach, da rü... Ich dachte, ich bin aus Eis und... Hä? Wie geht's? Wie verbuggt ist dieses Spiel? Ey, ich kann mich endlich über alles aufregen. Komm ich da rüber? Natürlich, mit Schaden nehmen, war ja klar. Was anderes könnt ihr auch nicht verlangen. So, stirb. Wofür ist das gut? Ey, wofür ist das? Wenn ich in diesem einfachen Modus sterbe, beende ich die Folge. Kein Scherz, ich beende sie. Wenn ich im einfachen Modus sterbe, beende ich die Folge ohne Abmoderation mit gar nichts. Und dann war es das hier. Was soll ich diesem Drecksding hier machen? Noch weiter laufe ich nicht zu. Okay. Ich habe ein Item bekommen, was ich jetzt direkt wieder absetzen soll. Ich durfte es für 5 Sekunden verwenden. Schön. Ich sehe nichts. Wofür habe ich das? Ich komme hier nicht hoch. Ich hoffe, ihr seht das. Ich komme da nicht hoch. Ah ja. Und das funktioniert jetzt. So, Heilung mitnehmen. Wer? Warum? Ey, wie heißen die? RAM oder NAS? Irgendwie sowas. Heißen die Entwickler. Was macht ihr? Lasst doch das Spiel so, wie es ist. Es war doch okay. Ich will ihn. Ihm ist alles einfacher. Ja, den kann ich da nicht runter. Gerne mein Item. Dann hör auf zu fliegen, wenn ich nicht fliegen drücke. Ey, das ist so dieser richtig gute Intervall zum Auswendiglernen. Er schießt, er macht Pause. Er schießt, er macht Pause. Aber nach 4, 5 Mal, yo, jetzt schieße ich 3 Mal. Spaßiges Spielmodi. I'm about to die. Ich habe kaum noch Leben. Dankeschön. Ich habe echt keine Lust, die Folge mittendrin zu beenden. Aber ich habe auch keine Lust mehr auf dieses Drecksspiel. Mann, es hat doch so gut angefangen. Ganz ehrlich, es hat wirklich Spaß gemacht. Keine Ahnung, was da vom Bonus ist. Ich teste auch nicht beides aus. Also der Weg ist straight up geradeaus. Lauf halt. Cool. Es kommt einfach aus dem Nichts. Ja, wir kriegen Heilung. Cool. Einfachen random Jump. Drücken bringt anscheinend auch nichts mehr. Ey, ich muss danach zum Seelenklempner, ich sag's euch. Der mir sagt, dass... Ich hab einen vergessen! Ach so! Ab hier endet unsere 100% Reise. Ich spiele das Spiel einfach nur noch durch. Da oben wartet doch safe so ein Boss auf uns. Nein! Oh, wie cool, dass ich noch meinen tollen Dings hier noch habe. Wie cool, dass ich ihn einfach nicht treffe. Letzter Versuch. Letzter Versuch. Ich gebe auf sonst. Die Schriftrolle!
Cool. Interessiert mich nicht. Ja, alles egal. Ich habe keine Ahnung, wie lange die Aufnahme geht. Mir wird es nicht angezeigt, deswegen muss ich sie jetzt beenden. Hier, da steht gar nichts. Bei mir steht eine Sekunde. Ja. Also, wenn euch das Ganze gefallen hat, wenn es euch gefallen hat, dann muss echt schon viel falsch in eurem Leben sein. Hier, alle Windmühlen-Teile zum Drehen. Ja. Schön Eis-Kirby, ja. Haben wir alles. Ich habe keine Lust mehr. Leute, ich habe keine Lust mehr. Okay. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und freut euch aufs morgige Video.